Hallo meine Lieben, heute mache ich ein Allerheiligen-Steck. Dazu braucht man einen Steckschwamm, eine Vase und den Steckschwamm kann man zusammenschneiden. Dann braucht man Allerheiligen-Deckel und ein Tannenreisig und eine Zange und Dekoration. Tannenreisig und schneide alle Äste runter. Steckschwamm. Da stecken wir es da rein. Die größere nehmen wir zuerst. Alles reingesteckt. Ich stecke noch ein paar rein. Die großen gehören zuerst und die kleinen gehören unten. Und jetzt könnt ihr sie beliebig platzieren. Könnt ihr einfach hier voraufstecken. So. Dann so Naturzapfen könnt ihr raufstecken. Und so ein rotes Blatt könnt ihr auch aufstecken. Da stecken wir auch noch rein. So, jetzt ist es fertig. So muss es aussehen. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach oben drücken, wenn ihr wollt. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss, wünsche euch allen eine schöne Woche. Ciao!